So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Habe ich ganz ruckzuck gemacht, da wir hier einen Menschen haben, der in der Luft schwebt. Riecht hier diese frische Luft? Darf ich euch mit das ist etwas ein bitten? Guter Ort für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Ach so, das ist nur eine Mist. Naja, es sind nur 25 Goldstücke, also halb so wild. Oh, guck mal, waren wir hier schon mal oder waren wir hier noch nicht? Keine Ahnung. Nein, wir waren hier wohl noch nicht. Tschüss, Kollege. Tada! Schießkunst verbessert auf 79. Optimal, beide Bögen sind runtergefallen. Oh, der Hirsch muss ja ganz in der Nähe sein. Die Bestie. Die Bestie, die wir jetzt töten sollen. So. Jetzt ist es spannend. Die Bestie. Komm, Bestie. Da ist er! Bleib stehen! Da bist du ja. So, komm. Jetzt oder nie. Was? Bist du ein Hacker? Die Bestie ist ein Hacker. Scheiße, ist ja gar nicht so einfach hier. Jetzt muss ich ein. Alter, jetzt muss ich in einem Hirsch in den Arsch schießen, oder was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Vor allem der ist schneller als ich. Ach du Kacke, wie fange ich denn den jetzt? Das heißt, töte. Ich muss ihn ja töten. Ach, guck mal einer an. Hier ist ja schon meine Bude. Na super. Jetzt renne ich erstmal dem Hirsch über den halben Wald hier hinterher. Dann bin ich schon wieder zu Hause. Da ist er. Bleibst du wohl hier? Ach, scheiße. Boah, gerade habe ich schon wieder Framerate-Einbrüche hier. Da ist er gerade mir vorbeigerannt. Komm her, komm her, komm her. Jetzt! Yeah! Erwischt. Tot ist es. Weißer Hirsch. Fell. Sehr gut. Aspekt von dieser. Seid gegrüßt, Jäger. Seid ihr Hirsi, ne? Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Okay, was verlangt ihr von mir? Eure Treue ist mir kostbar. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. Ihr tragt meinen Ring. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie ihr glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. Gestohlen? So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Mhm. Such den abtrünnigen schlauen Fuchs, reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. So soll es geschehen. Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Na schön. Zögert nicht, während die Beute flieht. Ja, hab ich gemerkt. Mhm. Beginne die Jagd. Ach, du willst auch noch was von mir. Nee, jetzt nicht. Gerade zu tun. Ich muss jetzt hier nämlich... Oh, guck mal, wir haben... Ja, seht ihr mal, Leute, das lohnt sich doch, wenn man mal ein bisschen rumforschen geht. Auch wenn es ungewollt war. Wir haben den Eingang natürlich schon gefunden. Ah, das ist cool, dass wir das schon gefunden haben. Das erfreut mich. Na, dann werden wir mal gerade Hirsine besänftigen und Sinding töten. Mal gucken, was das, was uns das jetzt bringen wird. Mal gucken. Ah, ich kann euch schon mal sagen, wir erledigen gerade eine daedrische Quest, Leute.
Das ist ein daedrischer Fürst, Hyrcine. Das wäre da quasi die zweite daedrische Quest. Boah. Ja, das wäre schon die zweite daedrische Quest, in der Tat. Wir haben ja einmal diese Molag-Balz-Streitaxt. Und jetzt haben wir schon Ring von Hyrcine. Aber den will ich eigentlich gar nicht, denn sich zufällig in so einen Werwolf zu verwandeln, ist ja eigentlich eher nachteilhaft, oder? Also kann man den doch eigentlich wieder wegschmeißen. Das heißt, wenn man den als Trophäe bekommt, kommt der allerhöchstens in eine Vitrine bei uns. Nee, nix Vitrine, der kommt in den Tresor. Ist ja furchtbar, wenn man sowas hat. Der kommt in den Tresor bei uns in den Keller. Und dann darf da keine Sau rein. Außer meine Tochter, die wird dann hier mit ihrem Vulkanglas-Dolch ein bisschen trainieren. Das wissen wir noch von deiner... Oder war das in der Folge, in der ich die Aufnahme verpasst hat? Ja, meine Tochter hat inzwischen von mir ein Dolch bekommen, damit sie sich selber verteidigen kann. Falls mal ein paar böse Jungs auftauchen. Ja, dann habe ich dir ein Dolch gegeben. Dann ist sie bei uns in den Keller gegangen, hat da die Puppe zerkloppt, die dann da stand. Das fand ich recht lustig. Dolch gegeben, danke Papa. Wupp, ab in den Keller und angefangen zu zerkloppen. So, aber genug des Laberns. Jetzt ist wieder der Ernst. Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen, Jagdgefährte? Blutsaugen. Abgeschlossen, sammel Orkblut. Sehr gut, dann müssen wir jetzt keinen Ork mehr töten. Das macht der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen. Ja, sicher. Gefährte. Wer bist du? Ah, will ich gar nicht wissen. Gute Jagd. Ich will doch eigentlich nur diesen... Oh, guck mal, was ist mal hier? Was bist du? Oh, das muss ich auf jeden Fall nicht töten. Leer saugen. Was bist du? Bist du eine Kai, du bist ein Kaijik. Ja, natürlich. Kaijik brauche ich nicht. Ich brauche nur Elfenblut. Elfenblut. Ah, da geht's lang. Fledermäuse. Hier. Warum? So sind Dinge. Okay, erstmal brauche ich ein paar gescheite Pfeile, merke ich gerade. Habe ich hier nur Eisenpfeile, ist ja... Ach, bitter. Bitter! Nehmen wir doch lieber die 95 Zwergenpfeile, ey. So sind Dinge, wo bist denn du? Komm mal her. Verdammt, jetzt bin ich durch diese Glocken gelaufen. Truhe. Ja, mal Truhe gucken. Wo bist denn du? Er läuft noch. Ja, und er metzelt hier gerade alles nieder, was ihm in den Weg kommt. Und du bist auch ein Kaijit. Da ist er. Komm her, du Drecksau. Hast du hier noch einen getötet? Das hier ist ein Mensch. Boah, ein Waldelfe wäre doch erstmal was Schönes. Was sind wir hier noch? Ah, ist auch kein Waldelf. Ein Ork haben wir schon. Naja. Das bringt uns dann leider nicht mehr ganz so viel. Boah, jetzt kommt er auf uns zu. Ich hab daneben geschossen. So uncool. Aber der nimmt gut Damage. Na? Den haben wir jetzt gleich. Scheiße, komm her. Bleib stehen, bleib stehen.
So ist brav. Heute sind den... Oh, nur den Häuten. Leiche der Haupt abziehen, ja sicher. Das habt ihr gut gemacht. Da ist ja hier, ne? Ich hab getan, worum ich gebeten und hab. Euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Okay. Seht genauer hin. Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Na okay. Gute Jagd. Na danke. Oh, endlich ist dieser verfluchte Ring. Sindis Haut entfernt. Haut des Erretters hinzugefügt. Ah, okay. Aber Sindin können wir immer noch durchsuchen. Zwergenpfeile und Stahlpfeile. Ja, von mir aus nehme ich das gerne an mich. Soweit ich weiß, hätte noch niemanden getötet hier. Boah, ich habe wirklich mit meinen Dings daneben geschossen. Eieiei. Das war doch hier irgendwo. Ja, da. Du bist auch Khajiit. Ja, du bist ein Khajiit. Mit Khajiits kann ich nicht viel anfangen. Ah ja, genau. Schön, wir haben ja die Haut des Erretters bekommen. Die gucken wir uns jetzt selbstverständlich mal erst an. Wo ist denn die überhaupt? Diese Haut. Hab ich schon wieder übersehen. Verdammt. Da, hier ist er. Haut des Errettens. Oh. Steigert die Magierresistenz um 15%, steigert die Giftresistenz um 50%. Hat einen Rüstungswert von 32 und ist 2670 schwer. Meine Nachtigallenrüstung hat aber 42. Obwohl die schon einen ganz netten Zauber hat, ne? Wie sieht die aus? Ja, schon nur ganz ordentlich, ne? Aber die gefällt mir irgendwie nicht so. Auch wenn es die Haut des Errettens ist. Hat halt eben nur eine ganz gute Giftresistenz, ne? Ah, du bist jetzt auch des Weges hin verschieden. Oh cool, dann haben wir ja gerade mal einfach mal gerade eben so nebenbei eine daedrische Quest abgeschlossen und das nur in einer einzigen Folge. Geil, oder? Was haben wir jetzt als Quest? Komm, wir können mal zu Gunmar zurückkehren. Gunmar. Kehren wir zu Gunmar zurück. Der wird doch dann bestimmt irgendwas für uns haben, sozusagen als Belohnung. Jetzt, wo wir schließlich hier als Wilder rumrennen und alle töten, was uns in den Weg kommt, hat er doch bestimmt eine Belohnung für uns. Ey, wie die Schmied. Wir da schon Ewigkeiten am Aufnehmen und der PC ist Laptop noch nicht abgeschmiert. Obwohl der Bulle heiß ist. Ja, ist scheiße heiß gerade. Dann sollte ich mal langsam eine Pause. Gut, dann machen wir mal nach dieser Folge eine Pause. Jetzt sage ich nach dieser Folge mal eine Pause und 2 Sekunden vorher schmiert es mir dann wahrscheinlich ab. Na, das wäre dann sehr ärgerlich. Aber egal. Dann haben wir ja für heute mal ein paar Folgen hinbekommen. Mit der von MSI, die eine da, bei so 5 Folgen. Ja, nee, 4. 4, Quatsch! Laber. 4 Folgen haben wir jetzt. Na, es ist ja nicht so viel. Für ein paar Tage reicht es, also genau 4. Na gut, 149 dürften wir gerade sein. Oder 148? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo wir gerade sind. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mein PC gleich ein bisschen zu heiß werden dürfte und wir deswegen langsam ein Ende der Session entgegengehen sollten. Aber ich nehme mir heute Abend noch was weiter auf. Also dann heute Abend kommt Black Ops. Boah, da freue ich mich schon drauf. Meine Runde Black Ops für Noobs. Habe ich in der vorherigen Folge ja schon mal was zu erklärt. Solltet ihr euch dann auf jeden Fall anschauen. Wird sehr geil. Da habe ich schon mega Bock drauf. Dishonored werde ich auch noch beenden. Das mache ich dann morgen. Da muss ich heute Abend erstmal rausfinden, wie weit ich da überhaupt schon war. Das habe ich jetzt über ein halbes Jahr nicht gemacht. Und jetzt habe ich letztens gesehen, scheiße, ich habe da ja noch eine Let's Play offen. Das muss ich ja erst beenden. Gott. So, Gunmar. Wo bist denn du, Gunmar? Ja, Gunmar, wo bist denn du? Gut, ich könnte mal putzen hier. Wie wär's damit?
Oh, Geld. Almosen für die Hirnlosen. Danke, danke. Was haben wir hier? Oh, hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Ja. Oh, was haben wir da für Sörchen da? Trolle! Ich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach ja, ich komme mit dem ganz gut klar. Oh, hier haben wir Zaubertränke. Mitnehmen, meins. Armbrust. Stahlbolzen. Meine. Her damit. Haben wir noch irgendwo welche rumliegen? Nö, sieht nicht so aus. Aber mache ich schon wieder. Ich will mit Gunmar reden. Gunmar. So, Seelensteine nochmal einstecken. Alles wertvoller also. Und dann... Im Augenblick ist es in Ordnung, aber wir können uns nicht ewig verschanzen. Unser Gefühl für das, was richtig ist... Isran hatte einen erstaunlichen Vorrat an Waffen und Rüstungen. Seht euch um. Ach, jetzt habe ich was kannst du mir verkaufen gedrückt. Na, okay, guck mal trotzdem mal, was du hast. Vielleicht hast du irgendwas, was uns weiterhilft. Dämmerwacht-Rüstungen hast du. Dämmerwacht-Schild. Dämmerwacht-Vollvisierhelm. Aha. Das sind ja ganz interessante Sachen dabei. Mhm. Aha, aha, aha. Wahrscheinlich verkaufst du mir das für den Arschgeld der Welt. So, das ist eine schwere Rüstung. Okay, was kommt? Alter. Die ist ja auch kaum teuer, die Rüstung, ey. Kaum teuer. Was haben wir hier gehabt? Eine leichte Dämmerwachtsrüstung. Ah ja, gut. Also das und das haben wir. Dann nehmen wir noch eine Dämmerwachtsrüstung und Dämmerwachtsstiefel. Das will ich aber auch haben. Was haben wir hier? Nix. Schwere. Das nehme ich noch mit, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Und das habe ich die schweren Rüstung und die leichte Rüstung. Rüstung. So, die nehmen wir noch alle mit. Meine Güte, das geht mal wieder hier Kohle aus bis zum Abwinken. Zwergenpfeile auch nochmal 13. Nee, zwergische Metallwaren brauche ich weniger. Stahlbolzen 215. Alle meine. Alle meine. Alles meine. So, die nehme ich auch nochmal mit. Den Rest kannst du behalten. Nee, Elfenpfeile nehme ich auch nochmal mit. Her damit. Nee, Eisenpfeile brauche ich ausnahmsweise nicht. Ah, wenn wir schon mal hier sind. Das Schild gefällt mir. Meins. Ja, ich meine, wenn wir schon mal ein bisschen Geld hier haben, dann können wir sie ja mal ausgeben. Wofür kann ich eigentlich so einen gepanzerten Troll kaufen? Sehr gut. Ein Monster weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Aber wo er herkam, gibt es noch jede Menge andere. Seid stets auf der Hut. Okay. Viel Glück. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Oh, wir sind zum... Oh, wir sind nur kaum überladen. Wir dürfen nicht aufgeben. Das ist alles, was ich gerade bieten kann. Ich will mal gucken, was ich habe. Ich habe da bestimmt irgendwas dabei, was ich auf gar keinen Fall brauche. Hier zum Beispiel Ebenerz-Panzerhandschuhe. Kann ich eine einmal von verkaufen? Guck mal hier, Eisenhandschuhe. Kann ich verkaufen. Das kann ich eigentlich auch verkaufen, ne? So. Jetzt sind wir schon wieder leicht genug. Das heißt... Mir gefällt, ich noch mit. Was Isran aus diesem Ort gemacht hat. Es ist schön, jemanden zu sehen, der wirklich vorbereitet ist. Ja, so sehe ich es auch. So, das ist mir aber wurscht. Die Folge hat noch 13... Boah. 13 Sekunden. Und wo geht's hier raus? Da. Da geht's raus. So, Canyon der Morgendämmerung. Das hört sich doch mal ganz schön an.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Folge wird in wenigen Sekunden ihr Ende erreichen. Aus diesem Grund bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim wiedersehen. Tschüss!